Ja, Barry hat uns gerettet. Wir haben zwar diese Superschlange besiegt, aber ja, dabei sind wir auch leider vergiftet worden. Wir hätten das Serum natürlich noch mitnehmen können, hätten wir auch benutzen können. Okay, aber jetzt... Ja, Barry ist verschwunden, aber wir gehen jetzt nochmal ganz fix in diesen... Habe ich gerade Spinne gesagt? Schlange meine ich natürlich. Wir gehen jetzt ganz fix nochmal in den Schlangenraum, weil ich will natürlich auch wissen, was man da oben findet. Wahrscheinlich nämlich die letzte Maske. Das hoffe ich zumindest. Aber krass, ne? Da hätten wir jetzt echt ewig kämpfen können. Die Schlange hat alle... Ich habe die, glaube ich, mindestens viermal mit den Feuer... mit den Feuergranaten getroffen und dann noch ein oder zweimal mit den normalen Granaten, also mit Granaten. Da hätten wir jetzt mit der normalen Knarre, hätten wir da jetzt echt ewig für gebraucht. Aber immerhin hat er uns auch mal for free, glaube ich, nochmal voll geheilt. Aber ich habe jetzt echt nichts mehr an Heilung, ne? Ich bin jetzt super leer gebombt. Ich kann mich echt jetzt gar nicht mehr heilen. Und ich hoffe, dieser eine Zombie, der ist jetzt tot, weil wir konnten ihn auch nicht anzünden. Das heißt zumindest... Ja, das heißt, er kommt auch nicht nochmal wieder. Ich hätte mir auch merken müssen, ob ich in irgendwelchen Raum noch Kräuter stehen lassen habe, weil ich ja schon voll beladen war. So, jetzt schauen wir uns erstmal hier nochmal genau um. Hier muss es ja irgendwas geben. Ah, guck mal da hinten, was wir da haben. Nämlich die Todesmaske. Die letzte Todesmaske. So, aber haben wir hier noch mehr? Oder gibt es jetzt hier wirklich nur eine blöde Maske zu holen? Ah, cool, Gewehrmunition. Na ja, gut. Immerhin gibt es ein bisschen Gewehrmunition. Kann man jetzt hier vielleicht das Feuerzeug benutzen, um ein bisschen für Licht zu sorgen? Nee. Gut, nee, kann man nicht. Okay, dann schaue ich mir ganz kurz diesen Nebenraum nochmal an. Aber da hat ich, glaube ich, auch schon alles rausgeholt. Auf jeden Fall gehe ich dann nämlich die Pumpgun holen. Und dann gehe ich erst die Totenmaske wegbringen, weil wer weiß, was da aus diesem Sarg letztendlich gekrochen kommt. Nee, hätte ich ja auch schon alles soweit. Ja. Komisch, komisch, komisch. Na gut. Dann, ja, gilt es jetzt dann gleich, das Geheimnis des Sarges zu lüften. Aber vorher speichere ich nochmal ab und gehe nochmal an die Truhe. Ja, Richard ist leider tot. Ich glaube, man hätte es auch irgendwie schaffen können, dass er gerettet, also nicht gerettet wird, aber dass er zumindest jetzt nicht an seiner Wunde stirbt mit dem Serum. Wir hätten auch, glaube ich, dann den weiteren Verlauf noch abändern. Ah, das Spiel ist halt ziemlich komplex. Also es hat im Originalspiel, glaube ich, 4 oder 5 verschiedene Enden gehabt, die man sich halt so zurecht konstellieren musste. Lustigerweise habe ich es da jetzt auch geschafft. Ich zock das ja gerade nebenbei auf der PS Vita, die PlayStation 1 Version, also das richtig originale Spiel. Und da habe ich zum Beispiel, habe ich es geschafft, dass in dem Raum... Mit der Pumpgun, wo dann die Decke runterkommt, wo wir da diese kaputte Schrotflinte da reinhängen mussten, da hat mich Barry gerettet, ne? Also das kann man halt auch alles irgendwie anders machen.
Also wer da echt Interesse hat, der kann hier wirklich alles hoch und runter probieren und da wirklich nochmal, ja, ein bisschen was rausholen. Klingt irgendwie falsch, sondern eher noch versuchen halt die Enden, glaube ich, abzuändern und dann auch den Verlauf im Spiel ein bisschen zu beeinflussen. Ich glaube, wenn man hier einmal weiß, wo alles ist und wo man nicht unbedingt lang muss, und um keine Munition und Heil-Items zu verschwenden, ist man auch relativ fix durch. Also ich glaube, hätte ich das Spiel jetzt nur mal vorher mal durchgezockt oder so vor dem Let's Play, wäre ich hier einfach nur noch schnurstracks durchgerannt. Das musste ich ja zum Glück nicht. So. Jetzt kombinieren wir erstmal schnell die Munition da rein. Und dann nehmen wir uns ein Farbband. Wo sind meine Farbbänder? Ah, hier. Hier sind meine Farbbänder. So. Dann sind wir gleich schon zum zweiten Mal mit allen Speicherständen durch. Ja, 8 Speicherstände gibt's. Ich habe gerade die ersten 7 doppelt belegt. Also zum zweiten Mal. Also habe ich schon, ja, schon fast 15 Mal abgespeichert mittlerweile. So, jetzt legen wir erstmal das Farbband da wieder rein. Ich finde das Kampfmesser immer noch super unnötig, wobei wahrscheinlich kann man da auch irgendwie ganz cool mit umgehen, wenn man es nur irgendwie kennt. Vielleicht gibt es da irgendwelche Tutorial-Videos, so, keine Ahnung, how to beat die Schlange mit dem Messer oder so. So Knife-Only-Runs gibt es bestimmt, da gucke ich auch gleich mal nach der Aufnahme. Aber gibt bestimmt irgendwelche Knife-Only-Geschichten. Ich weiß, das Coolste war im Urspiel, wenn man das richtig, also mit einer richtigen Kombination beendet hat, dann hat man in den Credits, oder wenn man es zweimal beendet hat, auf jeden Fall hat man dann in den Credits nochmal alle Zwischensequenzen gesehen. Das fand ich damals richtig, richtig stark. Einfach so das ganze Spiel nochmal, zumindest also ne, die wichtigsten Passagen alle nochmal miterlebt. So. Und wie immer, wenn man etwas grundlegend verändert hat, wie jetzt, wir haben die letzte Maske dabei, kann es ja sein, dass jetzt irgendwo noch ein Gegner hergesprungen kommt. So, ne, kommt keiner, zum Glück. Aber wir gehen jetzt hier die letzte Totenmaske platzieren. Und das wird jetzt, also, wenn da jetzt gleich nichts Böses aus dem Sarg kommt, dann bin ich aber echt verwundert. Da tropft ja schon literweise Blut. So, Attention! Was, die brauche ich jetzt nicht? Verarschen oder was? Die letzte Totenmaske, natürlich brauche ich die jetzt. Ah, wahrscheinlich muss ich die erstmal prüfen. Ah, jetzt stehe ich hier richtig. So, jetzt geht's auch. Ja, jetzt haben wir hier diesen Sarg mit einer Leiche drin. Hey, ein Zombie. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Noch meine Brandgranate dabei. Ja, super direkt mal daneben geschossen. Wer wird denn gleich rot werden? Eine Trophäe erhalten.
So, jetzt können wir hier den Schalter drücken. Aha, ein Stein- und Metallobjekt mitnehmen. Ah, hier gibt es noch ein bisschen Munition. Ein bisschen Munition für das Gewehr. Okay. Hier gibt es sonst nichts. Und irgendwas zu heilen jetzt mal so? Ich meine, wir haben jetzt gerade megamäßig Schaden kassiert. Hm. Okay. Na gut, damit haben wir jetzt ein Symbol gefunden. Und ich weiß auch schon ungefähr, wo wir das einsetzen können. Lalala, ich laufe einfach mal gegen irgendwelche Wände. So. Gut, jetzt haben wir das Geheimnis der Totenmasken gelöst. Haben jetzt dieses Symbol dafür bekommen. Aber es ist wirklich weitergebracht, hat es uns immer noch nicht. Außer, dass wir gerade von einem fiesen Zombie echt übel kassiert haben. Ja, das Symbol, das passt, glaube ich, hier unten rein. In diese Tür hier. Diese Kellertüre. Oder? So. Das war's jetzt, oder? Ja gut, das ist ja das Ding, was wir gerade selbst, glaube ich, ja mitgebracht hatten, ja. Hm. Na gut, dann hilft uns das ja gerade auch nicht weiter. Aber was mir gerade noch einfällt, ich glaube, das Symbol hatte ich auch schon mal ausprobiert gehabt. Hatte ich mir bei der Killerpflanze eigentlich schon alle Blumen mitgenommen? Hm. Ich überlege jetzt nur gerade, wo man jetzt noch so... was man es noch machen könnte. Ich habe jetzt eigentlich so viel jetzt... Dün, dün, dün. Ja, die Pflanzen habe ich ja leider alle schon gebraucht. Ihr seht mich gerade leicht verzweifelt. Da merkt man mal den Unterschied zwischen einem neueren Resident Evil und einem alten. In einem neuen hatte ich das nie gehabt, dass ich verzweifelt bin. Hat man ja mal alles relativ schnell gefunden. Es wurde mir auch praktisch vor die Füße geworfen. So, wir können ja mal ganz kurz gucken, was haben wir noch alles. Ich habe noch... eigentlich nur das Windwappen habe ich noch. Hm.
Aber ich kann ja mal wenigstens abspeichern, falls ich jetzt dann gleich sterbe. Ich habe ja noch 3 Farbband, also. Habe auf jeden Fall noch genügend Speichercoins übrig. Wieso habe ich eigentlich nachgezählt, wie viel ich abgespeichert habe? Da steht doch eine Zahl dahinter. Bin ja auch echt manchmal ziemlich deppert. So. 16.